Also Bühler, angefangen schon mit der Konzernleitung, ist höchst interessiert an den neuen Technologien. Wir haben auch unsere Vision Innovations for a Better World, und unter diesem Zusammenhang dürfen wir immer vorstoßen mit neuen Ideen zu Technologien, die uns als Konzern gesamthaft weiterbringt. Und da kann ohne weiteres der Start bei der Berufsbildung anfangen. Wir wollen die jungen Leute dort abholen, wo sie herkommen. Das sind Jahrgänge 2003, 2004, die bei uns einsteigen. Die kennen die ganzen modernen Technologien vom Haushalt von den Haus, zum Teil auch schon von der Schule. Und da wollen wir sie natürlich begeistern, dass wir sie neu einen weiteren Schritt abholen können. Und da gehören die HoloLens beispielsweise dazu, wo wir Lerninhalte gemeinsam besprechen können, im Team in einen virtuellen Raum verbinden mit einem realen Raum und so natürlich Lösungen entwickeln, wo man auch sogar über Distanz miteinander kommunizieren können. Also lernen die nicht zwingend am gleichen Ort sein, um eben gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und genau die Mobilität, die streben wir an, für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Lernenden. Also es hat nicht lange gebraucht, um überzeugt zu sein von dieser neuen Technologie, weil unser Thema war schon immer, zeit- und ortsunabhängiges Lernen möglich machen. Und vor allem, wenn man ortsunabhängig kann, am gleichen Produkt arbeiten, dann ist es für uns ein Gewinn. Die Zusammenarbeit mit Netcetera, das ist ein Prozess, wo man haben können sehen, wie eigentlich Pädagogen und Technologen miteinander zusammenarbeiten, ein gleiches Interesse haben und beide auf einem Gebiet sehr stark sind. Und der Moment, wo wir grundsätzlich die Zusammenarbeit beschlossen haben und auch versucht haben, Ideen zu entwickeln, habe ich gemerkt, dass wir beide bereit sind, aufeinander zuzugehen, aufeinander zu hören und ein Angebot generieren, das eine typische Win-Win-Situation mit sich bringt. Die Basis der Innovationskraft ist immer Vertrauen, wo die Konzernleitung, wo das Kader in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt. Und wenn sie wissen, dass wir nicht das Geld an einem falschen Ort einsetzen, sondern bewusst einmal in einen Bereich hinein, wo etwas Neues könnte passieren, dann ist es für alle spannend. Und wenn etwas gelingt, macht es eben auch alle miteinander stolz, weil keiner weiß, wie es schlussendlich rauskommt, aber jeder ist stolz, dass man etwas probiert hat.